Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin dieses Wochenende in München unterwegs, und zwar hier in der BMW-Welt. Da ist ein riesengroßes Event, was Business, also Unternehmertum angeht, Online-Marketing, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Viele große Namen sind da, auch aus Amerika. Chris Record, Jochen Schweizer wird hier reden, der Motivationstrainer und Extremsportler, den kennt man sicherlich von seinen Events, also Jochen Schweizer ist ja ein Begriff. Und das findet hier 2 Tage lang statt. Und ich bin auch da und bin sehr gespannt in der BMW-Welt. Und da gehe ich jetzt mal rein, weil da sind natürlich auch ein paar schöne Autos. Das gucke ich mir jetzt erstmal an. Also mitkommen. Damit fahre ich nachher nach Hause. Moment. Standesgemäß, würde ich sagen, oder? So, jetzt geht's gleich los. Hier, ich habe mein Einlassticket schon bekommen, aber jetzt guckt euch das mal an, bis dahin. Aus den USA, nur für euch, Chris Record! Because at the end of the day, that's what
presentation is about. This presentation is use these skills to your advantage, right? Knowledge is key. But at the same time, break through your fears. Break the chains of your life and your business. Grow past it, right? Isn't that what this event is all about? It's a pressure. Chain breaker, right? So that's what this is going to be. Let's turn this off. Let's go to this mic. And let's cue up the music video, if you will, for some lyrics that people can read along with us. You guys can follow along. Okay, so we're going to put some words on the screen here in just a second. So in the United States, this is an old song called Five on It. It's a rap song. I don't know if you guys can remember it a little bit. You guys know the song? we remixed it a little bit for you guys. But this is about Facebook ads. Okay, so this is the addiction I have with Facebook ads. Let's go. I'm like an addict, addicted to running ads for traffic. Getting high off conversions like it's a bad habit. Taking massive action, get my traffic flowing like rapids. I'm writing copy like magic, these sales are automatic. Hypnotizing them, my advertising is enticing them. Visualizing my pixel rising, increasing size in them. Got my lookalike audiences, they're growing nice enough. Got my lifetime, that's my guy, it just keeps rising up. I'ma take it to the gram, all these suckers drop 100 grand. I'ma drop 5 and watch it expand. Leute, ich hoffe, das ist alles ein bisschen rübergekommen. Ich kann euch nicht sagen, was für ein unfassbar cooles Event das Ganze war. Ich glaube, die Latte für Online-Marketing, Business-Events ist extrem weit nach oben gelegt worden. Morgen geht's weiter. Ich bin sehr gespannt, was da noch passiert. Jetzt ist oben, ihr hört die Musik vielleicht, die Aftershow-Party gerade im Gange. Wirklich extrem coole Leute. Chris Record am Ende, der Rapper und Online-Marketer, der mega cooler Typ ist. Hab mich eben noch mit dem unterhalten. Und auch alle anderen Speaker. Es war richtig, richtig, richtig cool. Also, wenn nächstes Jahr wieder ein Kettenbrecher-Event sein sollte, dann kann ich euch nur eins empfehlen. Geht dahin, wenn ihr euch nur ansatzweise für Business und Online-Marketing und auch Persönlichkeitsentwicklung und sonst was interessiert. Morgen ist Jochen Schweizer halt auch noch da. Ja, ich gucke mal, was da noch so passiert. Also ihr seht es ja gleich in dem Video. Ich schneide da ein Video von. Es ist aber auf jeden Fall mega cool. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich spaziere hier gerade noch ein wenig durch den Olympiapark. Ich weiß nicht, ob man das alte Olympiastadion, ob man das da noch sehen kann. Da ist es auf jeden Fall. Und ja, die Olympiahalle. Also, was ich gestern schon gesagt habe, als das Event ja gerade erst losgegangen war, in der ersten Pause, die Messlatte für alle Online-Marketing, Business, was auch immer, Events, Vertriebs-Events, Marketing-Events, ist extrem weit nach oben gelegt. Also was Sahid Shiripur mit seinen Jungs da auf die Beine gestellt hat, Respekt. Die Tänzer waren übrigens die Flying Steps, das nur am Rande. Die sind ja auch nicht ganz unbekannt. Jo, und das, Leute. Hut ab, 700 Leute insgesamt. Aftershow-Party war auch cool. Rundum gelungen, würde ich sagen. Und ich habe mir gestern sagen lassen, wir werden auch heute nicht enttäuscht rausgehen. Ich bin sehr gespannt, was der zweite Tag bringt. Ich werde, wie gesagt, wieder mal ein bisschen versuchen, das mitzufilmen für euch, dass ihr das auch mal, dass ihr mal einen Eindruck gewinnt. Man ist so geflasht und mit dabei, ne? Auch in den zwischen den ganzen Speakern, da ist, hier, einmal ganz kurz, Olympiapark, schön, ne? Zwischen den ganzen Speakern, da ist ja der Dan Berlin, das ist Zauberkünstler, Entertainer, der macht die Moderation und der lockert die Nummern da so cool auf, also alles wirklich, von vorne bis hinten, auch wenn es ein sehr langer Tag war, mega, mega cool. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also ich bin geflasht und sehr gespannt, was heute noch passieren wird. Die Awardverleihung ist später noch. Da werden halt die besten Online-Marketer ausgezeichnet. Schauen wir mal, was noch so kommt. Ich latsche jetzt einmal Richtung Olympiahalle, Olympiastadion. Dann zeige ich euch das gleich nochmal. Also, auf geht's. So, jetzt müsstet ihr das aber sehen. Da ist es. Olympiahalle, Olympiastadion. Da der BMW-Turm. Was willst du mehr? Sonne scheint auch, wie ihr seht.
Ein schöner Herbsttag. Jetzt geht's weiter.
Applaus, Jochen Schweizer! Was an Einsamkeit, was es mit sich bringt, wenn man sehr hoch fliegt, aber vielen, vielen Dank. Kommt gut nach Hause und wir sehen euch nächstes Jahr. Vielen, vielen Dank nochmal. Ade, ciao. Ja.